Was hier natürlich jetzt wichtig ist, ich komme nochmal zu dieser Menschlichkeit, dass wenn jetzt hier einer klingelt und der hat einen Hunger, selbst wenn der fremd ist und sagt wirklich, der sieht erbärmlich aus und ich mache gleich nochmal wieder einen Sprung, denkt an mein Beispiel hier, warum spendest du etwas mit dem im Armani-Anzug, der hier in der Fußgängerzone um Essen bettelt. Könnt ihr euch an das Beispiel erinnern? Wo ich dann sage, wenn du dich beobachtest, wenn du wirklich das Programm beobachtest, da will keiner, der spendet. Ich klammer mal wieder vielleicht ganz, ganz wenig im Promille-Bereich Ausnahmen hinaus. Jeder, der spendet, weil er sich bei dem Gedanken, den er denkt, scheiße fühlt. Ja. Und das immer Unwohlsein, Unzufriedenheit ist eine Energie. Und er macht es nicht, weil er irgendjemandem helfen will, sondern er macht es, weil er sich dann gut fühlt. Ja. Er macht es nur für sich selbst. Das ist alles Ego. Mein Beispiel vom Altruismus. Franz von Assisi war geistreich gesehen ein riesengroßer Altruist. Ein riesengroßer Egoist. Er ist im reichen Elternhaus, ich wiederhole das nochmal, er hat alles Mögliche und er sieht in seinem Traum diese Armen und er leidet. Er fühlt sich scheiße. Und dann, die Geschichte kennt man jetzt, ist die Frage, hat er das für die gemacht oder hat er das gemacht, weil er sich gut findet? Weil er gesagt hat, ich lebe lieber bei den Armen und fühle mich unterm Strich als Seele besser, wie wenn ich in einem reichen Elternhaus bin und permanent das anschauen muss und das schlechte Gewissen habe, dass denen schlecht geht. Das widerspricht überhaupt in meiner Lehre. Das heißt, wenn jetzt hier einer klingelt und der hat einen Hunger und der will was zum Essen, dann kriegt er von mir was zum Essen. Es kommt bloß keiner, die wollen alle bloß Geld. Ja. Die schicke ich weg. Oder wird jetzt hier ein Benner nachts bei minus 20 Grad an meiner Haustür schellen und sich, ich habe jetzt keine und sagt, darf ich bei Ihnen in der Garage, also ganz demütig, nicht, verstehst du, in der Garage, aber den würde ich nicht in die Garage schicken, der darf er bei mir im Flur oder was schlafen. Aber da kommt keiner, glaub es mir, die Situation kriegst du nicht. Das ist Geist, die wollen Geld, all das Zeug, da musst du sehr Obacht geben in dich selber, wenn du reinschaust, warum mache ich das, was ich mache? Und ihr wisst meine vier, wo wir auch schon gehabt haben, hier mit meinem Mann als den Beispiel, es zählt nur das Warum. Und du musst deine Moral, deine einseitige komplett auf die Seite schieben. Du musst wirklich schauen, warum mache ich das, was ich mache. Dieses Ich meine ich jetzt, das blaue Ich. Ich will nur wissen, was ist die eigentliche Ursache, wie tickt das Programm. Und lernen du das dieser Beobachter. Und wenn du der Beobachter bist, bist du eigentlich schon eine Stufe höher. Und der Beobachter als Ding an sich ist nichts. Das ist ja diese Definition von Gott. Lest deine Bibel, mach dir kein Bild von Gott. Wieso? Weil Gott nichts ist.